Karl Wieler, der Psychologe und Philosoph, erstellte das Organon-Modell als ein Grundmodell der Kommunikation auf Basis von Platons Kratylos, in welchem Sokrates die Sprache als ein Organon, übersetzt Werkzeug, bezeichnet. Jede Nachricht, die von einer Person ausgeht, besteht aus drei Bestandteilen: Ausdrucksfunktion, Darstellungsfunktion und Appellfunktion. Hinzu kommt noch das Schallphänomen und das Sprachzeichen. Alle Sprachfunktionen kommen in unterschiedlich starker Ausprägung in einer Nachricht vor. Zunächst muss noch zwischen dem Schallphänomen und dem Sprachzeichen differenziert werden. Wenn ein Wort durch den Kontext eine andere Bedeutung bekommt, handelt es sich um das Sprachzeichen. Dann wird das Wort sozusagen falsch verstanden. Wenn das Wort wörtlich genommen wird, sich also seine Bedeutung nicht verändert, handelt es sich um das Schallphänomen. Das Wort wird dann also richtig verstanden. Die Ausdrucksfunktion besteht aus Gestik und Mimik. Wenn die Ausdrucksfunktion dominiert, kommen meist sprachliche Mittel wie rhetorische Fragen, bei welchen man allein an der Hebung der Stimme auf die eigentliche Absicht des Senders hinweist. Die Darstellungsfunktion beinhaltet nur den reinen Text des Redners und kann auch als ein Hilfsmittel wie eine Tafel mit Text oder zum Beispiel ein Straßenschild sein. Bei der Appellfunktion geht es um die Nachricht bzw. den Befehl, der beim Sender ankommt. Bei überwiegender Appellfunktion wird meist ein Ausrufezeichen benutzt. Außerdem steht die Ausdrucksfunktion bei einer überwiegenden Appellfunktion oft vor der Darstellungsfunktion, da auch viele Emotionen bei einem lauten Befehl verwendet werden. Räum dein Zimmer auf! Das Schallphänomen sind alle Informationen, die vom Sender ausgehen. Das sind ebenso Gestik und Mimik, wie einfach die Textinformationen. Also kann man sagen, dass das Schallphänomen, welches im Organon-Modell als Kreis angezeigt wird, eine Art Zusammenfassung von der Darstellungsfunktion und Ausdrucksfunktion ist. Das Sprachzeichen, welches meist als Dreieck dargestellt wird, kann sowohl dominant als auch rezessiv gegenüber dem Schallphänomen sein. Es ist dominant, wenn zum Beispiel Symbole verwendet werden, welche mehrere Bedeutungen haben können, oder wenn sie eine unterschwellige Bedeutung haben. Wenn Wörter verwendet werden, die sich nicht auf die Bedeutung des Satzes auswirken, ist das Sprachzeichen rezessiv.